Zeitmanagement, deswegen ohne große Pause, aber doch mit gebührendem Respekt vor unserer nächsten Rednerin. Eine kurze Bemerkung zu dem, wo wir stehen und wo wir noch hinwollen. Wie brisant, wie großräumig und wie gegebenenfalls auch konfliktträchtig das Thema dieser Konferenz ist, haben Sie längst gemerkt. Wir fragen nach Brüchen, Zäsuren und Kontinuitäten jüdischer Kultur im nationalsozialistischen Deutschland. Wir haben das bisher aus der Perspektive von Philosophie und, fast hätte ich gesagt, leider auch Theologie, so sagt es Goethe, nicht ich. Wir haben es getan aus der Perspektive der Musik und wir haben es jetzt zu tun mit der Perspektive der Literatur. Die beiden bisher Ihnen präsentierten Disziplinen haben für unser Thema eine wahrlich wichtige Bedeutung, auch was die literarische Kultur im nationalsozialistischen Deutschland betrifft, so steht die Bedeutung wohl außer Frage. Und außer Frage steht auch, dass die Produktivität, die Kreativität und zugleich die besondere Traditionsbindung, die sich im literarischen Schaffen jüdischer Autorinnen und Autoren im nationalsozialistischen Deutschland zeigt, der besonderen Erforschung bedarf. Und das nun ist völlig fraglos, dass die Referentin, die Ihnen dieses große Thema präsentieren wird, ich verrate kein Geheimnis, sie ist die Expertin, nachgerade die Initiatorin dieses Themas, dass sie unsere Gastgeberin ist, der wir großen Dank schulden, nicht nur für die Organisation dieser Konferenz, sondern für vielerlei andere Aktivitäten, das versteht sich. Frau Schuhr ist seit 2012 an der Viadrina. Sie hat den Lehrstuhl, den Axel Springer, die Axel Springer Stiftungsprofessur für deutsch-jüdische Literatur, Kulturgeschichte, Exil und Migration inne. Sie war zuvor wissenschaftliche Mitarbeiterin an der FU, daher kennen wir uns, lang ist's her, Anfang der 90er Jahre, und davor wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Akademie der Wissenschaften der DDR. Und schon die Dissertation, 1989 abgeschlossen, 1992 erschienen, war, Sie erlauben mir die saloppe Formulierung, ein Coup, denn die Dissertation basiert, ähnlich wie später die Habilitation, auf einem auf gleich mehreren spektakulären Funden. Es geht in der Dissertation um die Arbeit der deutschen Abteilung des niederländischen Exilverlags Alert de Lange zwischen 1933 und 1940. Seien Sie unbesorgt, ich werde Ihnen jetzt nicht die Dissertation referieren. Ich werde Ihnen aber in einem Satz zu erklären versuchen, warum die Dissertation seinerzeit ein Coup, ein echter Forschungsdurchbruch gewesen ist. Bis zu dem Zeitpunkt, da Kerstin Schuhr diese Arbeit vorgelegt hat, gingen wir, die sogenannte Exilforschung, alle davon aus, dass das Archiv des eben genannten Verlages, der für die Erforschung der deutschsprachigen Exilliteratur ungemein wichtig war, das Archiv des Alert de Lange Verlages verloren ist. Kerstin Schuhr hat ihn gefunden, hat das Gegenteil bewiesen. Die Arbeit ist 1992 bei Rodopi in Amsterdam erschienen. Sie trägt den Titel Verlagsarbeit im Exil, Untersuchungen zur Geschichte der deutschen Abteilung des Amsterdamer Alert de Lange Verlages. Ich sagte es schon, auch die 10 Jahre später folgende Habilitation basiert auf archivalischen Quellen, auf einer enormen Spurensuche und liefert einen veritablen Perspektivwechsel für die seinerzeitige Exilforschung. Warum? Man hatte bis dahin in der Literatur- und Kulturgeschichte zwischen 1933 und 1945 im Grunde nur aus 2 Perspektiven geblickt. Entweder befasste man sich mit der Exilliteratur oder man befasste sich mit der inneren Emigration, der Blut- und Bodenliteratur, der Literatur des Dritten Reiches, Tertium non datur. Nun,
Die Arbeit von Kerstin Schur hat uns umfassend darüber belehrt, dass es in Deutschland nach 1933 und bis mindestens 1941 eine jüdische Literatur und Kultur mit einer ganz eigenen Traditionsbindung oder Traditionsambivalenz oder mit starken Brüchen gegeben hat, die unter den Bedingungen von Zensur, Verfolgung und lebensbedrohlichen Umständen sich hat behaupten können. Dies uns umfassend präsentiert zu haben, ist das Verdienst dieser Arbeit. Sie ist 2010 erschienen unter dem Ihnen gegebenenfalls bekannten Titel. Sonst gucken Sie das da hinten auf dem freundlicherweise zur Verfügung gestellten Büchertisch sich an. Vom Literarischen Zentrum zum Literarischen Ghetto. Deutsch-jüdische literarische Kultur in Berlin zwischen 1933 und 1945. Im gleichen Jahr, 2010, ist ein begleitender, von Kerstin Schur herausgegebener Sammelband erschienen, ebenfalls bei Wallstein, der das Thema gleichsam erweitert bzw. weiter perspektiviert zwischen Rassenhass und Identitätssuche deutsch-jüdische literarische Kultur im nationalsozialistischen Deutschland. Ich sagte es bereits, damit sind für das Forschungsfeld, in dem wir uns hier mit dieser Tagung befinden, nicht nur die Grundlagen gelegt, sondern bis zu einem gewissen Grade auch die Maßstäbe gesetzt worden. Nun mögen Sie den Eindruck haben, diese Einführung tendiere zur Laudatio. Nun, gelegentlich wird man ja noch sagen dürfen, was der Fall ist, was Kerstin Schur in und an diesem Lehrstuhl seit 2012 leistet und was sich in vielen Projekten zu Emigrations- und Migrationsbewegungen in der jüdisch-diasporischen Kultur Mittel- und Osteuropas niederschlägt. Das ist allen, die hier arbeiten und solchen, die Bücher lesen, hinlänglich bekannt. Lassen Sie mich deswegen abschließend nur noch zwei Sammelbände erwähnen, die aus dieser sehr stark ost- und mitteleuropäisch orientierten Perspektive hervorgegangen sind, Ihnen nennen. Da ist aus dem Jahre 2016, gemeinsam herausgegeben mit Stefanie Schüler-Springorum, Gedächtnis und Gewalt, nationale und transnationale Erinnerungsräume im östlichen Europa. Und da ist aus dem letzten Jahr gemeinsam mit Jewgenia Wolodschuk und Boris Begun, da sind Sie, herzlich willkommen, der Band Blonzende Stern, jüdische Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus der Ukraine als Grenzgänger zwischen den Kulturen in Ost und West. Sie möchten, so wie ich auch, Kerstin Schur jetzt selbst hören. Sie will selbst schon ganz lange sprechen, also du hast das Wort. Ganz herzlichen Dank für die freundliche Vorstellung, Irmela. Man sollte einmal untersuchen, schrieb Ortega y Gasset, ob Goethe noch standhält, wenn man ihn mit den Augen eines Ertrinkenden liest. Mit dieser grundlegenden Skepsis am zeitgemäßen klassischer deutscher Dichtungstradition und Ästhetik leitet der deutsch-jüdische Journalist, Schriftsteller und letzte Dramaturg des Jüdischen Kulturbunds, Leo Hirsch, im Dezember 1934 in der Berliner Jüdischen Rundschau seine Rezension von Soma Morgensterns Bestsellerroman Sohn des verlorenen Sohnes ein. Sie können den, wie viele andere dieser Texte, hinten auf dem rechten Büchertisch im Original anschauen. In einer Bezugnahme auf kulturkritische Positionen, die sich bereits vor 1933 gegen gesamteuropäische kulturelle wie politische Entwicklungen formuliert hatten, verweist Leo Hirsch nun Mitte der 30er Jahre auf die spezifisch veränderten Rezeptionsbedingungen insbesondere klassischer deutscher Kulturtradition in einem jüdischen Kulturkreis im NS-Deutschland. Er setzt fort: Wir sind gefühllos und unseres Schicksals unwürdig, wenn wir jetzt auch nur einen Roman so lesen können wie früher. Wie grundlegend dabei künstlerisch-ästhetische Konzepte befragt werden mussten, illustriert eine Äußerung des Theaterkritikers Arthur Elweiser von 1927 in der CV-Zeitung damals zum Thema Unsere Mitarbeit an der deutschen Kultur. Er spricht darin in den
späten 20er Jahren von einer Verschmelzung deutschen und jüdischen Geistes bis zur chemischen Unlösbarkeit der Elemente und bezieht sich auf das geistige Erbe von Klassik, Aufklärung und Romantik, dem sich die Mehrheit der deutschen Juden mit dem Austritt aus dem Ghetto und dem Eintritt in die bürgerliche Gesellschaft zunehmend verpflichtet fühlte. Da es, wie er schreibt, den vorwärtstreibenden Geistern, den bedürftigen Seelen unter den Juden zuerst Heimat gegeben habe. Zahlreiche Forschungen zur jüdischen Kultur der 1930er Jahre sind daher in den Geschichtswissenschaften, in den Religionswissenschaften, vereinzelt auch in den Literaturwissenschaften, vor allem auf die Frage ausgerichtet, wie weit die staatliche Aufkündigung des Emanzipationsgedankens gerade das akkulturierte deutsche Judentum in eine tiefe Krise stürzte und welche Positionsbestimmungen innerhalb eines sich neu konstituierenden jüdischen Kulturkreises oder einer Gemeinschaft daraus resultieren. Sie haben unsere Diskussion nach den beiden Vorträgen ja erlebt. Die von uns in der heutigen Konferenz und in der sich anschließenden Ringvorlesung zentral gestellte Frage nach gebrochenen Traditionen knüpft an diese Forschungen an. Sie erweitert sie im Sinne eines Denkens der Dialektik der Aufklärung in der Frage danach, wie weit die deutsch-jüdische Literatur der 1930er Jahre auch kritisch mitreflektierte, dass die Aufklärung als geistige wie soziale Bewegung in ihren Idealen zwar die Gleichheit aller Menschen postuliert, aber im eigenen Ansatz deren Ungleichheit bereits mit begründet hat. Auch ein seit 1933 erkennbarer Paradigmenwechsel im Aufgreifen jüdischer religiöser Traditionen in literarischen Texten der Zeit wird nicht zuletzt in unmittelbare Wechselwirkung mit den Erfahrungen eines gescheiterten Emanzipationsprozesses gelesen. Denn schon in der Emanzipationsdebatte im 18. Jahrhundert war es bei der Frage um die bürgerliche Verbesserung nie um eine Bewahrung jüdischer Identität gegangen. Unter dem Einfluss aufklärerischen Denkens hatte der preußische Staat vielmehr in den 1870er Jahren die Bereitschaft zu einer aufgeklärt etatistischen Politik der Judenemanzipation entwickelt, die auf der Basis staatlicher Gesetzgebung und Erziehung die vollständige Gleichberechtigung des Juden als deutschem Bürger gewährleisten sollte. Sie erinnern sich an Humboldt. 1932, wenige Monate vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland, verweist Hannah Arendt Stern in ihrem Artikel über Aufklärung und Judenfrage daher bereits auf die Janusköpfigkeit der Aufklärung, wenn sie schreibt, die moderne Judenfrage datiert aus der Aufklärung. Die Aufklärung, das heißt die nichtjüdische Welt, hat sie gestellt. Ihre Formulierungen und ihre Antworten haben das Verhalten der Juden, haben die Assimilation der Juden bestimmt. Aus geschichtsphilosophischer Perspektive beschreibt Arendt in diesem frühen Text weiter die Entwicklung einer geistigen Bewegung vor dem Hintergrund bürgerlicher Modernisierungsprozesse, die das zeitliche Vorspiel meiner heutigen Überlegungen darstellen. Zugleich bestimmt sie sich in diesen Jahren selbst als Philosophin und zum Verdruss ihres Lehrers Karl Jaspers als zionistisch engagierte jüdische Intellektuelle. Sie nimmt damit eine Standortbestimmung vor, die für damalige Entwicklungen auch charakteristische Züge trägt. Ich gelangte zu der Erkenntnis, formuliert sie rückblickend auf das Jahr 1933, die ich damals in einem Satz ausgedrückt habe, daran besinne ich mich noch. Wenn man als Jude angegriffen wird, muss man sich als Jude verteidigen. Nicht als Deutscher oder als Bürger der Welt oder der Menschenrechte oder so, sondern was kann ich ganz konkret als Jude machen? Hinzu kam zweitens die klare Absicht, jetzt will ich mich in der Tat organisieren, zum ersten Mal. Vor dem Hintergrund einer sich bis in die Jahre der Weimarer Republik verschärfenden Krise des Emanzipationsprojektes waren dabei durchaus divergierende Strategien sozialer, kultureller wie nationaler Selbstbestimmung entworfen worden, die auf die zunehmende gesellschaftliche Diskriminierung reagiert hatten. Diaspora-Konzepte im Zeichen des Sozialismus oder Anarchismus, des Humanismus, des konservativen Universalismus
oder eines wie auch immer gearteten Territorialismus gerieten dabei seit 1933 innerhalb Deutschlands in die Krise. Ebenso jede Propagierung der Assimilation, die sich auf wesentliche Grundannahmen der Aufklärung berief und der sich die Mehrheit der deutschen Juden vor 1933 verschrieben hatte. Seit 1933 öffneten sich daher mehr und mehr deutsche Juden dem Zionismus, der als einziger dieser konzeptionellen Ansätze den programmatischen Versuch machte, ein jüdisches Selbstverständnis zu entwickeln, und zwar weitgehend unabhängig vom deutschen Paradigma. Am 7. April 1933, an dem Tag, an dem durch das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums im Deutschen Reich Staatsgegner und sogenannte Nicht-Arier aus dem Beamtenstand ausgeschlossen werden, konstatiert Hannah Arendt in der Berliner Jüdischen Rundschau daher vor allem den Bankrott der jüdischen Assimilation. Schon in ihrem Artikel von 1932 hatte sie gewarnt, dass die Judenemanzipation, die in der Folge der Aufklärung aus den Juden integrierte Staatsbürger machen wollte, die Juden als Kollektiv schutzlos gelassen habe. Der allgemein gesellschaftliche und offiziell legitimierte Antisemitismus, Zitat, trifft für sie 1933 daher in erster Linie das assimilierte Judentum, das sich nicht mehr durch Taufe und nicht mehr durch betonte Distanz vom Ostjudentum entlasten kann. Für Schriftsteller, Künstler, Intellektuelle und jüdischer Herkunft verschärfte sich in diesem Sinne seit 1933 innerhalb Deutschlands die politische und die kulturpolitischen Rahmenbedingungen, in denen wie auch immer ausgerichtete Positionsbestimmungen zu Traditionen deutscher und europäischer Kultur verhandelt wurden, beziehungsweise überhaupt noch verhandelt werden konnten. Der jüdische Soziologe Franz Oppenheimer setzt diesen Vorgang im Februar 1933 in seiner Auseinandersetzung um Staat und Nationalismus, so der Titel in der Berliner jüdischen Zeitschrift Der Morgen, ins literarische Bild. Seinen letzten vergeblich bleibenden öffentlichen Appell für den idealen Rechtsstaat formuliert er, indem er Goethes Mephistogestalt noch einmal sprechen lässt und dieser widerspricht. Verachte nur Vernunft und Wissenschaft, des Menschen allerhöchste Kraft. Lass nur in Blend- und Zauberwerken dich von dem Lügengeist bestärken, so hab ich dich schon unbedingt, lässt Goethe seinen Mephisto sagen. Wenn wir nicht zugrunde gehen wollen, so müssen wir diesem Spuk in entschlossener Kehrtwendung den Rücken kehren und uns vom Geist, der Gottes ist, führen lassen zum Rechtsstaat, zur Civitas Dei. Werden hier im Verweis auf den Geist, der Gottes ist, noch einmal vertraute Attribute einer Vernunftreligion der Aufklärung aufgerufen, steht dieser eine von Oppenheimer polemisch angeklagte Wirklichkeit bereits unvereinbar gegenüber. Die Gewalt, die diesen Staat, diesen Kapitalismus und diesen Nationalismus geschaffen hat, beruft sich als letzte Instanz auf sich selbst. Es gibt kein Recht mehr. Es gibt keine Menschlichkeit mehr. Es gibt nur noch Gewalt, die die Macht erstrebt, um sich mit unmenschlichen Mitteln durchzusetzen. Fragen nach einer Tradierung deutscher, europäischer und auch jüdischer Kultur im NS-Deutschland müssen vor diesem Hintergrund nach 1933 und über kunstinterne literarische wie künstlerisch-ästhetische Positionierung hinaus vor allem auch als Ausdruck sprachlicher Handlungen in einem spezifischen historischen wie politischen Kontext gesehen werden. Wir haben das vorhin gehört, Buber wird verhaftet. Beck wird verhaftet für seine Rede jeweils. Das heißt, es sind Handlungen, es sind nicht nur künstlerisch-ästhetische Debatten, die sich da abspielen. Sie erfolgten unter dem existenziellen Druck dieser Jahre, wie in dem zeitgenössischen Bewusstsein, dass gerade die aus bürgerlich-aufklärerischem Denken hervorgegangene Position der Emanzipation eben in die deutsche bürgerliche Gesellschaft vom NS-Staat offiziell verweigert wurde. Also der Kreis schließt sich. Man kam
aus dem Ghetto in die bürgerliche Gesellschaft. Und dieser Kreis wird jetzt im Grunde beendet. Also staatliche Absage an die Emanzipationsidee. Bekundungen einer gleichberechtigten Zugehörigkeit zur deutschen Kultur markierten daher in den folgenden Jahren zunehmend eine der wesentlichen Leerstellen, die das kulturelle Leben deutscher Juden im NS-Deutschland nachhaltig prägte und damit zugleich eine seiner entscheidenden Deformationen beschreibt. Eine durch staatliche Zensurpolitik geforderte programmatische Trennung von sogenannter deutscher und jüdischer Kultur und damit einhergehend die Beschränkung kultureller Entwicklungen auf rein jüdische Belange, also auf die von Zensurmaßnahmen erzwungene Ausbildung einer ausschließlich jüdischen Literatur und Kunst, so die Maßgabe der Zensur, nicht die Realität. Verbote und Restriktionen setzen bereits 1933 in der Konsolidierungsphase nationalsozialistischer Kulturpolitik ein. So sah sich der erste Dramaturg des im Sommer 1933 gegründeten Kulturbunds deutscher Juden, Julius Bapp, mit Redeverboten und Überwachungen durch die Gestapo konfrontiert. Seit er im August 1933 in der überfüllten Synagoge in der Prinzregentenstraße in einer Rede für den Kulturbund deutscher Juden selbstbewusst auf einer Zugehörigkeit jüdischer Künstler und Intellektueller zu deutscher und jüdischer Kultur beharrt hatte. Papp zielte mit seiner Bezugnahme auf Grundpositionen aufklärerischen Denkens in der Kulturarbeit vor allem auf die, ich zitiere, Herausbildung des Kulturbundes als eines konservierenden Raums, der die Möglichkeit bieten sollte, traditionelle Bildungsinhalte und Auffassungen zu vermitteln. In dem Glauben an die Überlegenheit der Kultur gegenüber der Politik selbst noch ganz dem bürgerlichen Denken der Aufklärung verpflichtet, wollte Julius Bapp im Kulturbund gegen ein drohendes kulturelles Ghetto einen Ort lebendigen Geistes schaffen, einen Ort, wo sich auch weiterhin jüdisches Wesen mit deutschem und europäischem zu freier, fruchtbarer Arbeit findet. Ein Ort jenes Geistes, an dessen schließlich überwindende Kraft wir glauben. Dem Geist wollen wir dienen, von dem ein Wort Goethes kündet. Getrenntes Leben, wer vereinigt's wieder? Vernichtet es, wer stellt es her? Der Geist. Des Menschen Geist, dem nichts verloren geht, was er von Wert mit Sicherheit besessen. Offenbar hoffte Julius Bapp, durch das in der Dichtung gestaltete Ideal menschlicher Vernunft die Zuschauer nicht nur als Individuen zu stabilisieren, sondern im reflexiven Diskurs gegen äußere Ausgrenzungsversuche eine kollektive Identität deutscher und jüdischer Prägung ausbilden und mehr noch bewahren zu können. Zur Eröffnung des Kulturbundes Deutscher Juden setzte er im Berliner Theater am 1. Oktober 1933 daher die Aufführung von Lessings Nathan der Weise als dem literarischen Exempel der Aufklärung par excellence programmatisch auf den Spielplan. Ich habe jetzt, glaube ich, selber hier den Beamer ausgestellt. Also ich kann das leider jetzt hier nicht erkennen, woran das liegt, aber... Sehr schön, vielen Dank. Ich wollte, dass Sie die Nathan-Aufführung wenigstens noch sehen kann. Es ist nie eine Frage gewesen, was dieses Schauspiel sein sollte, erinnerte sich einer der Initiatoren des Kulturbundes, Kurt Baumann. Es gab nur ein Werk, das geeignet war, unsere neue Situation darzustellen. Es hatte ein jüdisches Thema, war Teil der deutschen Klassik und sein Dichter war in Deutschland zu dieser Zeit zwar nicht offiziell verboten,
aber doch nicht sehr aufführbar. Es war Lessings Nathan der Weise. Die Aufführung leitete schließlich den Beginn einer langen innerjüdischen Kontroverse um künstlerisch-ästhetische Positionsbestimmungen ein, die bereits in den frühen Pressereaktionen auf die Aufführung des Stückes in ihren wesentlichen Argumenten fassbar wird. Ungeachtet derartiger Differenzen stehen die Kulturbund-Aufführung des Nathan ebenso wie Franz Oppenheimers eingangs zitierter Artikel über Staat und Nationalismus als Beispiele dafür, in welchem Maße Tradierungen deutscher Kultur im zeitgenössischen kulturellen und literarischen Diskurs der 1930er Jahre auch in unmissverständlich widersprechender Absicht gegen die offizielle NS-Kulturpolitik eingesetzt wurden. Gegen ein drohendes kulturelles Ghetto, gegen die Ausgrenzung aus dem deutschen Kulturbetrieb und die staatliche Verabschiedung von Toleranz und Humanität setzte Julius Bab zugleich ein klares Widerwort gegen zentrale Prämissen nationalsozialistischer Kulturpolitik. Im Beharren auf einer Zugehörigkeit zu humanistischen, deutschen und europäischen kulturellen Traditionen, in denen er das deutsch-jüdische Kulturerbe aufgehoben sah und das für ihn den gegenwärtigen politischen Entwicklungen geistig entgegenstand. Noch im Mai 1937 erschien dem Reichskulturwalter Hans Hinkel, der mit der staatlichen Überwachung kultureller Aktivitäten deutscher Juden beauftragt war, im jüdischen Kulturbund kanonisierte Werke deutscher Kultur in einer Weise präsent, dass er in einem Interview der Nationalsozialistischen Parteikorrespondenz nachdrücklich in Richtung der Kulturbundarbeit drohte. Er empfinde es als Anmaßung, wenn bei Vorschlägen bzw. Anträgen zu Veranstaltungen der Judenschaft unter sich Werke von Beethoven, Goethe und Mozart auftauchen, denn es ist nicht Zweck der Übung, inhaltlich deutsche Kulturbünde mit jüdischen Mitgliedern aufzuziehen. Zitat Ende. Insbesondere in kabarettistischen Texten der Zeit oder bei Kleinkunstabenden wurden im Vertrauen auf ein allgemeines Kulturbewusstsein mit Kurzzitaten deutscher Aufklärer und Klassiker gearbeitet. Also deren Inhalt wurde nicht vollständig wiedergegeben. Man konnte aber darauf setzen, dass das Publikum weiß, wenn ich sage, durch diese Gasse wird der kommen. Das heißt, das war eine der Techniken, die man nutzte, um Verbotenes nicht auszusprechen, aber dennoch thematisieren zu können. Dies galt teilweise verklausulierter ebenso für Beiträge des Feuilletons. Etwa wenn Leo Hirsch noch im Februar 1933, also zu einem sehr späten Zeitpunkt, nach der Kulturbund-Premiere von Shakespeares Wintermärchen über das gute Ende aller schreibt. Sodass wir im Parkett doch an die Möglichkeit glücklichen Ausgangs glauben müssen und glauben dürfen. Auch an die Wirklichkeit jedes, auch des winterlichsten Märchenendes, selbst wenn ein Kind es zu erzählen angefangen hätte, mit einer so ganz unglaublichen Behauptung wie, es war einmal ein Mann. Denn am Ende war es ein Heiliger, am Ende waren es lauter nach Tränen Glückliche und gestorben sind. Es ist aber, wie Sie wissen, Leontes Sohn Mamillus, der im Verlauf des Stückes gerade nicht das Fortleben der Generationen verkörpert, sondern als unschuldiges Opfer seines tyrannischen Vaters sterben wird. Es war einmal ein Mann, flüstert er seine durchaus nicht unglaubliche Behauptung im Stück der Mutter zu und weiter, im Zitat der Besprechung ausgespart, dem damaligen Publikum aber durchaus noch vertraut, es war einmal ein Mann, der wohnt auf dem Kirchhof. Derartige Texte wurden dadurch zu wichtigen Gewehrsmännern jüdischen Widerspruchs gegen den Ungeist politischer Gegenwart. Literarische Vertreter kanonisierter deutscher und europäischer Kultur wurden, den Entwicklungen des Exils nicht unähnlich, zu Repräsentanten eines anderen Deutschland. Sie blieben auch in den folgenden Jahren selbstverständlich gesetzter Ausgangs- und Fluchtpunkt ästhetischer wie kultureller Wertmaßstäbe und wurden in den mit Vehemenz ausgetragenen Debatten um eine jüdische Kunst und Kultur auf ihren Bestand
wie ihre Verbindlichkeit hin befragt, allerdings nicht zwangsläufig verbunden mit der Orientierung auf eine spezifisch deutsche Kultur. Dass insbesondere in der Anfangsphase nationalsozialistischer Herrschaft ein Festhalten an der Zugehörigkeit zu deutscher Kultur zugleich auch Momente einer tragischen Verkennung der realen politischen Lage bedeuten konnten oder damit behaftet sein konnten, verdeutlichen, bewusst problematisiert oder unbewusst in Szene gesetzt, literarische Texte der Zeit, wie jene der Jugendbuchautorin, die Sie da hinten auch im Original sehen können, Else Uri. Literarische Texte wie Max Samters Erzählung Die Versuchung von 1934 oder die Erzählung Kleiner Immigrant von 1934 von Alice Stein-Landesmann. Es gelte heute stärker denn je die Nathansche These, schrieb in diesem Sinne auch Heinz Kellermann 1934 im Morgen, Zitat, dass die deutsche Judenfrage nur in Deutschland, das heißt innerhalb des deutschen Volkes, nicht aber abseits, sei es innerhalb oder außerhalb Deutschlands, gelöst werden könne. Zitat Ende. Kellermann gehörte mit dieser Position zu einer Minderheit unter den deutschen Juden, die glaubten, dass diese an der neuen nationalen Revolution teilnehmen könnten. Auch ein anonym bleibender Verfasser bemerkte am 16. März 1933 unter der provokanten Frage fremdstämmig in der CV-Zeitung, dass das deutsche Volk, Zitat, aus unzähligen Rassen und Stämmen zusammengewachsen sei, die heute kaum mehr nach Namen und Ursprung festzustellen sind. Niemand werde allerdings daraus den Schluss ziehen, einen einheitlichen Volkscharakter zu bestreiten. Alle ernsthaften Kulturkritiker wären sich vielmehr darüber einig, dass die Größe deutscher Leistung gerade durch die Vielfältigkeit der tragenden Blutströme entscheidend mitbestimmt ist. Zitat Ende. Derartige Überzeugungen veränderten sich in den Jahren nach 1933 in der Regel schnell. Sie konnten zudem nichts daran ändern, dass die neuen Machthaber in Deutschland die Bevölkerungsteile jüdischer Herkunft als sogenannte Fremdkörper ansahen und dem bereits in den ersten Wochen ihrer Herrschaft durch staatliche Gesetzgebung wie brutale Verfolgung gleichermaßen offen Ausdruck verliehen. Ein privater Brief Bertolds Viertels vom 3. August 1933, schon aus dem amerikanischen Exil, an den befreundeten Julius Bapp, hatte es bereits deutlich formuliert, als dieser ihn gebeten hatte, die Nathan-Aufführung bei der Nathan-Aufführung Regie zu führen. Er sagt, es scheint mir widersinnig, die Botschaft der Toleranz jenem Teil der deutschen Bevölkerung zu predigen, der ihrer zwar bedarf, dem sie aber nicht gewährt wird. Insbesondere in den Anfangsjahren der NS-Herrschaft war offenbar jedoch der Glaube an einen humanen Kern des Deutschtums noch so ungebrochen, dass er eine ebenfalls virulente kulturkritische Position der Auseinandersetzung mit den Entwicklungen bürgerlicher Kultur zunächst fast überlagerte. Argumentationen wie jene Julius Babs hatten zudem zur Folge, dass der Faschismus, dessen kritische Evaluierung in seiner deutschen Form des Nationalsozialismus ja wie in jedem totalitären Staat verboten war, im Horizont des Denkens der einer Aufklärung fast ausschließlich als Antipode zum Geist der abendländischen Kultur erschien, als eine Abkehr von Weltbürgertum und humanistischem Menschenbild. Das deutsch-jüdische Bürgertum hatte, soweit es nicht zionistisch war, in der Traumwelt eines Narrenparadieses gelebt, erinnerte sich Ernst Simon Jahre nach dem Krieg in seinem 1959 erschienenen Buch Aufbau im Untergang. Es war zwar deutsch assimiliert, so schreibt er weiter, aber paradoxerweise nicht genügend, um die Wirklichkeit seiner Umwelt erkennen zu können. Zitat Ende. Eine kritische Revision dieser Tradition findet daher aus einer Perspektive wie jener Julius Babs kaum einen Platz. Insbesondere in kulturellen Konzepten, die sich zionistischem Denken verbunden fühlten, artikulierten sich jedoch damals klare Gegenpositionen zu den Anschauungen eines vor 1933 weitgehend akkulturierten Judentums.
Das eingangs erwähnte Beispiel Hannah Arendts zeigt dies ebenso, wie ganz anders gelagert jenes des damals in Deutschland populären jungen zionistischen Rabbiners Joachim Prinz. In seinem 1934 in Berlin erschienenen Buch »Wir Juden« ging Prinz an die Anfänge des Emanzipationsprozesses deutschen Judentums zurück. Er unterzog das historische jüdische Ghetto, den Ausgangspunkt meines Kreisschlusses, er unterzog das historische jüdische Ghetto einer positiven Umwertung, um schließlich in gleichem Atemzug den Weg der jüdischen Emanzipation in die Moderne von ihrem Beginn an als eine Fehlentwicklung zu bezeichnen. Auch bei Prinz bleibt dabei die Referenz auf kanonisierte Namen deutscher Kultur erkennbar. Im Blick auf die kulturelle Entwicklung geht es ihm zudem ebenso um die Abweisung einer kleinbürgerlichen Kunst des Ghettos, wie er schreibt. Allerdings will Prinz dies durch ein, ich zitiere, unerschütterbares Bekenntnis zu Judentum und jüdischer Art verwirklicht sehen. Dann werde, so Prinz im Juli 1933, der Weg zu den großen künstlerischen Erlebnissen, die zu den Namen der Großen aller Völker, zu Beethoven und Goethe führen, keine Flucht in eine unverbindliche Welt, sondern gerade in ihnen und nur in ihnen wird dann der besondere Anteil jüdischer Schöpferkraft in der Kultur lebendig werden. In seiner Warnung vor der Flucht in eine unverbindliche Welt wird hier erneut ein äußerst kontrovers verlaufender Prozess kollektiver Selbstverständigung innerhalb der jüdischen Gemeinschaft fassbar. Angesichts der realen politischen Entwicklung wurden dabei von Prinz die Ideale bürgerlicher Aufklärung und deutscher Kultur kritisch in die Welt der Illusionen zurückverwiesen. Eine derart argumentierende Reevaluierung künstlerischer Konzepte vollzog sich jedoch nicht nur aus zionistischer Perspektive. Auch nicht-zionistische Intellektuelle äußerten sich zunehmend skeptisch über das zeitgemäße aufklärerischer und klassischer deutscher Dichtungstradition und Ästhetik. Die verstärkte Rezeption Johann Gottfried Herders, also jenes Dichters, Theologen und Kulturphilosophen der Weimarer Klassik, der in Deutschland mit seiner Kritik seines Zeitalters, des Zeitalters der Aufklärung, begonnen hatte, erschien vor diesem Hintergrund ebenso auffällig wie jene des Philosophen Baruch de Spinoza, der auch in jenen Jahren vor allem als Indikator für das Verhältnis von nichtjüdischer und jüdischer Welt gelten konnte. Beide Denker boten insbesondere jenen Intellektuellen die Möglichkeit einer Fortschreibung aufklärerischen Denkens, die nach einem jüdischen Weg in die Moderne gesucht hatten. Sie knüpften damit zugleich an kulturkritische Positionen des beginnenden 20. Jahrhunderts an, die sich im Blick auf klassische deutsche Dichtungstraditionen bereits früher scharf gegen gesamteuropäische kulturelle wie politische Entwicklungen positioniert hatten. Beschrieben wurden nun zunehmend Indizien und Begebenheiten einer fehlgeschlagenen Emanzipation, wie sie in Gershon Sterns Romanbestseller über die Vertreibung der Juden aus Prag im 18. Jahrhundert, Weg ohne Ende, 1934 erschienen, oder in den Schilderungen christlich-jüdischen Zusammenlebens in Jakob Picards Erzählung des alemannischen Judentums, der gezeichnete jüdische Geschichten aus einem Jahrhundert, 1936 sichtbar werden. In kritischer Auseinandersetzung mit Denkfiguren der Aufklärung kommt es darin zu einer Reaktivierung von zum Teil weit in die Vergangenheit zurückreichenden Elementen eines kollektiven Gedächtnisses. In den verschiedenen Genres werden vorzugsweise jene Epochen der Diaspora-Geschichte aufgesucht, die sich für die aktuelle Verfolgungs- und Identitätsproblematik als relevant erweisen konnten. Gestalten, Bilder und Geschichten der Vergangenheit, die den Bedürfnissen der gegenwärtigen Lage zu entsprechen schienen, die eine Orientierungshilfe wie eine Deutung der bedrohlicher werdenden Gegenwart versprachen oder die eine Rückführung zum Judentum über die Rückbindung an geschichtliche Traditionen und Überlieferungen ermöglichten. So thematisieren Fritz Rothgesers Erzählung »Das Knabenschiff« von 1936 oder Hermann Sinsheimers Roman »Maria Nunetz« von 1934
die Verfolgung einer sephardischen Gemeinschaft, die sich den Juden in Deutschland nicht unähnlich in der iberischen Gesellschaft kulturell und wirtschaftlich scheinbar erfolgreich integriert hatte und deren Vertreibung nun das eigene Schicksal vorwegzunehmen schien. Hermann Sinzheimer entwickelte aus der in eine Liebesgeschichte verwobenen Geschichte der Vertreibung der Maranen aus Portugal um 1600 seine Romanhandlung bis hin zur hoffnungsvollen Rückkehr der Protagonistin Maria Nunez zum Judentum und zur Gründung der ersten nordeuropäischen jüdischen Gemeinde in Amsterdam. Bei der Befreiung der in London inhaftierten Maranen verzichtet Maria dabei auf die Beziehung zu ihrem nichtjüdischen Geliebten und damit auf ihr persönliches Glück. Zugunsten der ersten jüdischen Ansiedlung in Amsterdam wird eine in der privaten Beziehung angelegte potenzielle Überwindung religiöser wie ständischer Schranken aufgegeben. Damit kommt es in einer Situation existenzieller Bedrohung der jüdischen Gemeinschaft innerhalb Deutschlands zu einer erzählerischen Zurücknahme von Grundpositionen der Aufklärung, wie sie in Schillers Kabale und Liebe formuliert worden waren. Konnte ein Autor wie Stefan Zweig in seinem 1934 in Wien, also außerhalb Deutschlands, veröffentlichten Werk über den Aufklärer Erasmus von Rotterdam noch unbeirrt an einem Menschenbild festhalten, das ihm als gemeinsames Ideal aller Menschen galt, nämlich, ich zitiere ihn, als Einzelner mit seinem Wunsch und Wirken etwas hinzutun zu können zu einer allgemeinen Versittlichung der Welt, tritt diese Auffassung in den innerhalb Deutschlands erschienenen Texten hinter das Narrativ einer kollektiven Perspektive jüdischer Gemeinschaft zurück. Die Konfrontation mit der staatsbürgerlichen Entrechtung und mit dem Ausschluss aus der deutschen Kultur sowie die Suche nach einer zeitgemäßen Neujustierung jüdischen Selbstverständnisses führen in diesem Sinne in zahlreichen Texten der Zeit zu einer Re-Evaluierung vertrauter wie zum Auffinden bereits verblasster kultureller Wissensbestände. Sie werden erkennbar in Suchbewegungen in literarischen Texten, die für die innerjüdische Situation der 1930er Jahre im NS-Deutschland einen spezifischen Charakter tragen. Viele jüdische Intellektuelle erkannten vor allem in der Vereinzelung des jüdischen Subjekts infolge des Transformationsprozesses der jüdischen Gemeinschaft in die Moderne eines der zentralen Probleme kultureller Arbeit dieser Jahre. Einigkeit war für Leo Hirsch daher das, was, Zitat, die Juden am nötigsten haben. Vor diesem Hintergrund erlangten seit 1933 auch die spezifischen kulturellen Erfahrungen mittelost- und osteuropäisch-jüdischer Autorinnen und Autoren eine größere Aufmerksamkeit als in den Jahren der Weimarer Republik. So erinnerte Bruno Finkelscherer Ende 1935 noch einmal positiv und als einen anderen Weg einer Aufklärung die galizische Haskala. Als eine osteuropäisch-jüdische Autonomiebewegung, in der sich entgegen dem westlichen Modell der Aufklärung Jüdisches gerade erhalten habe. Leo Hirsch, der Verfasser der damals gerade erschienenen praktischen Judentumskunde von 1935, also die wird heute noch in der Judaistik benutzt, schrieb am 27. Mai 1933 seinen bereits in Palästina lebenden Eltern von einer aus den politischen Verhältnissen resultierenden pragmatischen Notwendigkeit einer erneuerten Hinwendung zu jüdischer Religion. Die wirklich idealen Menschheitsverbesserungssysteme erscheinen von hier aus ferner denn je gerückt, schreibt er, während die Religion praktisch erprobt ist. Ich meine, bei aller inneren Reserviertheit der Religion gegenüber muss ich doch mir eingestehen, dass sie zunächst die einzige praktisch sofort anwendbare, von Massen anwendbare Möglichkeit ist, seinem Leben einen Sinn zu geben. Unter den Bedingungen einer offenen Verfolgung und Zensur stellen auch Fragen zu einer sich in religiösen Denkmodellen artikulierenden Literatur und ihrem aktuellen Wort zur Situation des jüdischen Volkes nicht zwangsläufig einen Widerspruch dar, den Benjamin ja Anfang des Jahrhunderts immerhin formuliert hatte und viele andere Intellektuelle. Weder eine autonome Kunst im Sinne einer
Artistenmetaphysik, noch eine in Formeln oder Riten erstarrte Religiosität, boten sich an als Bewältigungsmodelle einer angsterfüllten Existenz. Angesichts der Unmöglichkeit einer öffentlichen Verurteilung der antisemitischen Ausschreitung im nationalsozialistischen Deutschland wurde dagegen eine Verschränkung von religiösem und politischem zu einer nicht konkretistisch verstandenen, aber doch Möglichkeit gegenwartsbezogener schriftstellerischer Arbeit. Man verstand sie nicht als konservative Wende, sondern las vielmehr das teilweise empathisch ausgesprochene poetische Bekenntnis zum Gott des Alten Testaments als Gegenwort einer kulturkritisch verstandenen religiösen Renaissance. Das von Martin Buber und Franz Rosenzweig bereits in den Jahren vor 1933 geprägte neue Denken, das auf einer Anerkennung der Erfahrung als Ausgangspunkt und auf der Erkenntnis der Sprache als Zugang zur Wesenserfassung, auf der Ablehnung jedes wirklichkeitsaufhebenden Monismus in der Wahrheit der Korrelation, das war ein Zitat, beruht, das nicht mehr zeitlos war und das von der anschaulichen Erfahrung ausging, erwies sich eben vor diesem Hintergrund in mehrfacher Hinsicht als anschlussfähig. Es war ebenso durch eine Hinwendung zur Wirklichkeit charakterisiert, wie umgekehrt die Hinwendung zu einer neuen Transzendenz nach 1933 vielen jüdischen Autorinnen und Autoren im NS-Deutschland geradezu zwingend erschien. Paradox genug blieb auch hier der Ausgangspunkt der beiden scheinbar gegenläufigen Bewegungen, die erneuerte Hinwendung zur Transzendenz und zu den gegenwärtigen Geschehnissen, ein wie auch immer künstlerisch vermitteltes Bedürfnis nach einer erweiterten Auseinandersetzung mit den Realitäten jüdischer Existenz im 20. Jahrhundert. Und wenn Martin Buber bereits 1922 die poetische Wirklichkeitserfassung eines Dichters wie Alfred Mombart im Denken einer, ich zitiere ihn, Urkonzeption der Welt als Schöpfung gesehen hatte, als das strikte Gegenbild einer Zeit, der hier gleichzeitig ein neues Fundament bereitet werde, ist damit eine Traditionslinie skizziert, die sich schließlich unter den politischen Bedingungen nach 1933 nicht allein für Autoren der sogenannten inneren Emigration, wie Oskar Loerke, sondern auch für die in Deutschland gebliebenen jüdischen Autorinnen und Autoren als anschlussfähig erweisen sollte. Für zahlreiche von ihnen in einer Neuanbindung an jüdische religiöse Denkmodelle und Traditionen, für andere in einem Fortschreiben und einer intensivierten Auseinandersetzung mit diesen Traditionsbezügen in ihrem literarischen Werk. Gleichzeitig waren es neben der NS-Verbotspolitik vor allem zwei Entwicklungen, die die Rezeption deutscher Kultur im jüdischen kulturellen Leben innerhalb Deutschlands nachhaltig beeinträchtigten. Zum einen der Ausschluss jüdischer Jugendlicher aus dem deutschen Bildungssystem und die praktische Vorbereitung der jüngeren Generation zur Auswanderung, sowie zum anderen die Tatsache, dass die erfahrene inhumane Praxis des deutschen Staates den tradierten Rechts- und Humanitätsbegriff deutscher Kultur zunehmend fraglich und auch unbrauchbar erscheinen ließ. Der platonische Geist, der hier im Judentum so sehr wie in keinem anderen des Judentums Wohnstatt hatte, wird bei uns seine Heimat im alten Maße nicht festhalten können, beklagt der Rabbiner Ignaz Maibaum im August 1934. Der Ausschluss aus den Universitäten und eine vor allem für die Auswanderung nach Palästina notwendige Berufsumschichtung, die einen Wechsel des Milieus und der Lebensführung innerhalb der jungen Generation zur Folge hatten, weckten bei den Älteren die Befürchtung einer Fellachisierung des Judentums, einer Verbauerung des Judentums. Ich zitiere, wir sind am Abend müde, bekannte ein junger Mann im Sommer 1934 auf der von Martin Buber in Herlingen einberufenen Konferenz für jüdische Erwachsenenbildung über die Situation der Menschen, die in der Umschichtung zu landwirtschaftlichen und handwerklichen Berufen standen. Wir sind am Abend müde und es bedarf schon aller Energie, um das Lernen des Hebräischen zu bewältigen. Dazu kommen die vielen Vorträge, die uns über unsere zukünftige Situation unterrichten sollen.
Wo sollen wir zu einer besonderen Bildungsarbeit, noch Zeit und Muße hernehmen? Zitat Ende. Auch in den Schilderungen der nach Palästina ausgewanderten Chaluzim, den Erich Roth 1934 im Morgen seinen Essay Vom Kurfürstendamm nach En-Charod gewidmet hatte, mussten die deutschen Klassiker schließlich im Koffer bleiben. Hatte das prometheische Gebet für den Autor in Palästina aber durchaus noch Bestand, war Intellektuellen wie Hans Reisner im NS-Deutschland der deutsche weltbürgerliche Humanismus abgelöst durch den christlich-völkischen Totalitätsanspruch. Zitat Ende. Dagegen setzten sie das Bekenntnis zum Bildungsideal eines jüdischen Humanismus. Als Lehrprogramm eines jüdischen Landerziehungsheims, dessen Aufbau schließlich durch den Ersten Weltkrieg verhindert worden war, hatte Martin Buber den Begriff eines hebräischen Humanismus bereits 1913 vor einem kleinen Kreis pädagogisch interessierter Intellektueller entwickelt. Mit Bezug auf geistige Gewährsmänner wie Platon, Shakespeare, Goethe, Hölderlin und Stefan George, den anderen Aspekt haben wir vorhin schon gehört, hatte dieser Begriff im Gefolge des Krieges in weiteren kulturzionistischen Kreisen Aufnahme gefunden. Als im Angesicht totalitärer Herrschaft seit 1933 ein Denken der Aufklärung und des abendländischen Humanismus zunehmend in die Krise gerät, wurde Martin Bubers religionsphilosophisches Programm eines biblischen Humanismus schließlich zum prägenden Bildungskonzept für eine verfolgte jüdische Gemeinschaft. Zu einem Konzept, das auch von kritischen und, wie Sie gesehen haben, der Religion eher fernstehenden Intellektuellen wie Leo Hirsch mitgetragen wurde. Biblischer Humanismus, erläuterte Martin Buber im Oktober 1933 in einem gleichnamigen Aufsatz im Morgen, will den Juden von heute zu seinem Urgrund zurückführen. Bezogen auf Konrad Burdachs Nachdenken über den Ursprung des Humanismus und dessen Bestimmung vom Grundwesen eines abendländischen Humanismus, verweist Buber damit zunächst wie jener auf eine Stelle aus Dantes Gastmahl. Eines jeden Dinges höchstes Verlangen, das ihm von Anbeginn die Natur eingepflanzt hat, ist es, zu seinem Urgrunde zurückzukehren. Und wie Burdach verortet Buber sein Humanismuskonzept in einer konkreten Umgestaltung des gesamten inneren Lebens. Gegen Burdach sollte es jedoch den Bürger, wie der Rabbiner Ignaz Maibaum 1934 in seinem Artikel Die jüdische Geschichte des deutschen Judentums zutreffend anmerkte, den Bürger über seine prometheische Jugendgeschichte hinauswachsen lassen, ihn seinen titanischen Optimismus aufgeben und seinen Weg, den er weiterzugehen hat, gläubig weitergehen lassen. Die Bekehrung des Bürgers setzt ein, sein Übergang von der religiös nicht verwurzelten Humanität zum Glauben, der die Humanität rettet. Zitat Ende. Die Scheidung von Geschichte und Vernunft hatte bei Lessing, so Hannah Arendt 1932, ich zitiere, die Eliminierung der Religion als Dogma bezweckt. Auch wenn Moses Mendelssohn dagegen mit ihr gerade eine Rettung der jüdischen Religion, unabhängig von ihrem geschichtlichen Bezeugtsein, aufgrund ihres ewigen Gehaltes beabsichtigt hatte. Bereits Mendelssohns Schüler habe jedoch, Zitat, die Trennung von Vernunft und Geschichte nicht mehr zur Rettung der jüdischen Religion gedient. Sie ist nur noch Mittel, sie so schnell wie möglich loszuwerden. Die Vertreter des jüdischen Bürgertums ersetzten aber nicht nur das Talmudstudium und die Orthopraxis durch die Aufklärung, deutsche Klassik und Idealismus. Sie wurden paradoxerweise selbst auch zu Protagonisten dieser geistigen Strömung und entwickelten sie mit auf dem Weg in die Moderne. Dagegen hatte bereits Franz Rosenzweig in seinem Stern der Erlösung in einer Bezugnahme auf Goethe den polytheistischen Idealismus mit jüdischer Frömmigkeit konfrontiert. Gerade das deutsche Judentum, bekräftigte Maibaum 1934, dessen Schuld es war, als Bildungsjudentum den Glauben verfehlt zu haben, ist berufen, zu einem Glaubensjudentum zu werden. Für ihn
führen die Fragen, die das Schicksal dem deutschen Judentum aufgegeben hat, Zitat von der Welt Goethes, fort. Wilhelm Meisters Ideal, das Leben als Kunstwerk zu gestalten, durfte eine Zeit lang auch das Ideal des deutschen Judentums sein. Das ist vorbei. Hier ist das Leben selbst Auftrag. Nicht mehr, dass das Ich Schöpferfreude erfährt, ist das alles Aufschließende. Entscheidend ist, dass das Ich den Schöpfer erfährt. Damit schreiten wir von einem Idealismus, der der Menschheit große Werke fordert, zum Dienst an den guten Werken, den Ma'asim Tovim, fort. Zitat Ende. Hatte nach dem moralphilosophischen Verständnis der damaligen Akteure die Aufklärung den Juden den Weg zur Emanzipation gebahnt und ihnen das Bildungsideal einer sittlich-moralischen Erziehung des Menschen hin zu einem von Vernunft geprägten Subjekt gewiesen, das sich immer weiter selbst ausbilden sollte und alle nationalen und religiösen Unterschiede transzendierte, sollte sich das jüdische Volk nun in ausdrücklicher Abgrenzung vom Bildungsprogramm eines Wilhelm Meister aus den Kräften der Umkehr erneuern. Nicht eine auf wissenschaftlicher Erkenntnis basierte Vernunft als unhintergehbares Moment von Menschsein und einzige Hoffnung künftiger Existenz, sondern die erneute Rückbindung an Religion als Urgrund jüdischer Existenz war das Ziel dieses neuen Humanismus. In einer Situation existenzieller Gefährdung sollte damit der klassische Humanismusbegriff, an den auch das Bildungsideal aufklärerischen Denkens gebunden war, durch einen biblischen Humanismus abgelöst werden, um das isolierte moderne Subjekt über eine Rückkehr zum Glauben in einer religiösen und Solidargemeinschaft neu zu verankern und dadurch ganz im Geiste Bubers den verlorenen Bund jüdischer Gemeinschaft neu zu begründen. Das Resümee der am jüdischen Kulturleben aktiv beteiligten Intellektuellen vor der zweiten großen Fluchtwelle der Juden aus Deutschland 1938 blieb allerdings nach einer nur wenige Jahre andauernden Periode kultureller Arbeit in allen Gruppierungen ein eher ernüchtertes. Hans Bach, der Mitherausgeber des Morgen, konstatiert im Februarheft 1938, fast alle Betrachter des Weges, den das Judentum in den letzten Jahren genommen hat, stimmen darin überein, dass ein hoffnungsvoller Aufschwung, den Anschluss an die Religion zurückzugewinnen, wieder in sich zusammengefallen, in Enttäuschung und Gedrücktheit verpufft sei. Für Bach bedarf es vielmehr einer erneuten Wendung zum tradierten Traditionsbezug der europäischen und Weltliteratur, eines richtigen Trainings in dem, was mit zunehmendem Glauben entsprechend abgenommen hat, der Unabhängigkeit, der inneren Freiheit. Sie ist nur dort zu erlangen, wo sie vorhanden ist, bei den Klassikern aller Zeiten. Die beste Vorbereitung dazu, wieder Jude zu werden, besteht darin, Goethe, Swift, Montaigne, Dante, Augustinus, Aristoteles und Platon zu lesen. Dann könnten wir der Bibel etwas näher gerückt sein. Also Sie sehen, wie dieses Changieren bis zum Ende. Die prinzipielle Frage, wie weit der Rückgriff auf diese Tradition den Blick auf die politisch-gesellschaftlichen Faktoren des Nationalsozialismus nicht überhaupt verstellt hat, kann schließlich im Blick auf eine Literatur unter strengster Zensur kaum wirklich befriedigend beantwortet werden. Formuliert wurden jedoch in der Aufnahme dieser Tradition Erziehungskonzepte und Überlebensstrategien, mit denen man einem unmenschlichen System begegnen wollte. Die Grenzen öffentlichen Redens und Schreibens innerhalb Deutschlands scheinen darüber hinaus mit den Möglichkeiten einer Aufklärung über die Ursachen des Nationalsozialismus bzw. auch der Kennzeichnung seiner Verbrechen im Sinne eines radikalen Realismus klar benannt. Bereits Gedanken von der Mächtigkeit des Geistes, so der Titel des Vortrags, den Buber 1933 in seinem Aufsatz dann in der Jüdischen Rundschau auch nochmal entwickelt hat,
Und wer sie dann 1935 erneut nochmal vorgetragen hat in der Philharmonie, zogen nicht nur ein mehrmonatiges Redeverbot für deren Verfasser nach sich, sie blieben machtlos angesichts einer Bewegung, die sich eben des humanen Geistes begeben hatte, und wirkten lediglich nach und auf Hoffnung hin in späteren Generationen. Ich danke Ihnen.